Check, check. Yeah, yeah. Sene 98. Sert Müslümanlar buna kınana. Nefret zafer Recai. Nefret zafer buran kurana sind wieder das. Wir stellen euch das letzte Mal was klar. Wir kommen gerade aus verdammten JVA. Bla 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 bla, Peter Paul Rap doch kein Scheiß. Ein Schlag in deine Fresse und du drehst dich im Kreis. So heiß wie die Hölle kommt der Rap aus meinem Munde. Alle die sich gegen uns schenken die eiskalt zugrunde. Es kommt zu Gras, mach den Nefret Platz. Meine geballte Faust kommt direkt in dein Gesicht. Gewalt gegen Gewalt, das ist unsere Pflicht. Hör zu Peter Paul und mach deine Ohren auf. Ich sag es dir noch einmal, lauf Bastard lauf. Deine Gegenwart stehen bis hierher, so stark ich mich auch dagegen wehr. Es ist zu spät, du kannst jetzt nicht wegrennen. Du musst Nefret seine Rausrunde dich stellen. Ein Strick um dein Hals und wir werden dich hier hängen. Bevor du sterben tust, werde ich dich verbrennen. Ich ziehe meinen Ballermann, pap, pap, pap. Jetzt hab ich es völlig gesagt, scheiße Mann, oh fuck. Ich seh einen Wagen mit Blaulicht herankommen. Wer wird sich rennen, wenn sie uns noch einholen? Wir haben auch keine Angst, in den verdammten Knast zu gehen. Um die kalte Mauer wieder von innen zu sehen. Da war ich schon oft und jetzt rap ich hier und der gefällig hier. Buran Kurana steht neben mir, jetzt kommt der auch dran, du solltest lieber besser zu uns. Man kommt hierher mit einem grün-weißen Bus, ob man will oder nicht, man muss Vorzugsbeamten kalt empfangen. Ich wäre so gerne wieder nach Hause gegangen. Ist man mal hier, dann gibt's kein Zurück. Deine Freunde wünschen dir alles Gute und viel Glück. Vom klugen Kopf versehen mit einer Nummer, aber keiner fragt, geht's dir schlecht, hast du Kummer da? Hörst du nur, das darfst du nicht. Ich könnte ihn schlagen, in sein Gesicht, in eine Zelle gebracht. 9 Quadratmeter klein, wird meine Heimat für die nächste Zeit sein. Man hat sein Schicksal selbst in der Hand. Entweder es geht gut oder du brauchst einen Verband. Sie wollen die Leute erziehen zum Guten, aber niemand sieht, wie die Herzen verbluten. Jeder speichert sich Träume wie auf Band. Die meiste Befriedigung bekommt man durch die Hand. Jeder wartet auf den Entlassungstag. Der eine geht auf Füßen, der andere im Sarg. Didi-dam, böyle şöyle ver, böylesine bu bakma yağacağım. Batatata, didi-dam, didi-dam, böyle şöyle ver, böylesine bu bakma yağacağım. Mit 16 war ich auf dem Polizeirevier. Das sagten sie, ab in die Knast mit dir. Behandelt wurde ich wie ein Schwerverbrecher. Verurteilt von dem großen Rächer. Im Namen des Volkes wurde zu 3 Jahren. So wurde ich ins Gefängnis eingefahren. Als Nummer gelegt für lange Zeit. Das ist juristische Gerechtigkeit. In die normale Gesellschaft zurück entlassen. Sofort abgestoßen, ich konnte es nicht fassen. Da stand ich nun ganz allein. Sollte das mein Leben sein? Ich suchte die Lust, den Spaß, die Freude. Geriet dadurch an die falschen Leute. Als ich es richtig merkte, da war es zu spät. Das ist der Lauf, den das Leben halt geht. Der eine schafft, der andere nicht. Wenn ich dran denk, das Herz mir zerbricht. Nun sitz ich hier als kleine Nummer, allein gelassen mit meinem Kummer. Ich versuche einfach alles zu vergessen. Doch es hat sich zu tief in mein Herzen gefressen. Vor die Knackis verbellt mein Bar, riss ich. Aber nachts da laufen mir die Tränen übers Gesicht. Ich träume von Geld, Liebe und schönem Leben. Doch wer kann mir das alles noch geben? Ich werde im Knast elendig verrenken. Das ist die Wahrheit, ich kann's nicht verstehen. Batatata, dididam, dididam, böyle şöyle ver, böyle sine bu bakma yağacağım. Batatata, dididam, dididam, böyle şöyle ver, böyle sine bu bakma yağacağım. Bir gün arkadaşla beraber ama babanın içimde. Fıktır sokağının üzerinde. Dışarıya bak, olaya bak, buraya bak. Baka baka da kalır kalacak arkadaş. Sağ tarafım ıslah, silah sesle ver. Arkadaşı kurşunlar sütükle geçti. Ababamı ve arkadaşı delik teşik etti. Solu kesti ve arkadaş geberdi. O yana! Ben aklımı kaçıracağım. Annesine babasına ben elem anlatacağım. Bir gün sabah çıktım evden dışarıya. Bir sağa baktım, bir de sola. Dükkan adama gelmiş tam evimin önüne. Baktım bu işte böyle gitmiyor. O adama git gide tamamen çoğalıyor. Bu kadar işkence bizde ve yeter. Karşınıza çıkacağız hepimiz teker teker. Sizi öldüreceğiz yapış ya da elle. Batatata dididam dididam. Böyle şöyle ver böylesine bu bakma yağacağım. Batatata dididam dididam. Böyle şöyle ver, böyle sine bu bakma yağacağım. Elimize aldık güver tabanca. Atladık bizim hızlı arabamıza. Dedik ki sıhhat değil, yarım gün geçti. Abi göz abi göz hop işte ve hala bulamıyoruz. İşte tam o zaman gözümüzün önünde. Araba geçecektik, hemen gecik bu köşeye. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken. Silahları da geldik, camımızın önüne. Musluğu kurduk, silahımızı çektik. Sokağın yolunu kanabildik.
içine çevirdik. Bum bum peng peng, şimdi sizi gebertecem. Silahımın ucunu ağzına vereceğim. Bırakın, bula senin o koca kafana. Acımam gözünün yaşına, hiç ama. Ne yapacağımı şimdi şaşırdım. Ve arkadaşım mezarına gidip kafamı dayadım. Polis ve piçler benim peşimde. Silahlar da benim arabamın içinde. Polisle ve oyaladım o yana bu yana. Ben de bulundum o günün sonunda. Vatatata dedi dam dedi dam. Böyle şöyle ver, böylesine bırakmayacağım. Vatatata dedi dam dedi dam. Böyle şöyle ver, böylesine bırakmayacağım. Sert Müslümanlar, bırakın bana.